Hey Freunde und herzlich willkommen auf meinem Kanal. Heute befinde ich mich wieder im Mordhotel. Und heute bin ich auch nicht allein unterwegs. Im Gebäude befindet sich noch Urbex Stories und der gute Walu Adventure. Und wir schauen uns heute mal das Hotel an. Ich spiele so ein bisschen Fremdenführer. Und wollte mich nochmal hier umsehen, was sich hier so verändert hat. Ja, zu dem Gewinnspiel komme ich später noch. Also, dranbleiben. Gästezimmer. Was uns, ja, was man halt sieht tatsächlich, der Windelband ist. Ja, jetzt befinden wir uns im Gebäude. Uns weiter vor. Auf geht's. Ja, Leute, hier hat sich viel verändert. Schaut selber. Das sah damals noch nicht so aus. Kennst du noch vom 48-Stunden-Obern, Alter? Echt schade. So, hier sind wir hier mal im Eingangsbereich. Der ist aber komplett zu. Hier geht's wieder Richtung Pool. Da gucken wir auch gleich mal. Und dann haben wir noch das Gebäude da hinten vor uns. Aber jetzt gehen wir erstmal um die Etage nach oben. Gucken, was sich hier verändert hat, Leute. Scheiße, sich hier noch zu kämpfen. Aber was will ich anderes machen? Ich werde euch auch nicht jedes Zimmer zeigen. Weil das habt ihr beim 48-Stunden-Overnight schon gesehen. Ja, mit dem guten Chris steht ja auch noch was an. Ja, denn wir wollen im Sommer noch nach Belgien. Belgien-Tour. 3-4 Tage, vielleicht länger. Mal gucken. Und demnächst Wintertour 2.0. Aber ich glaube eher, das wird eine Frühjahrstour. So warm wir, wie wir es jetzt schon haben. Naja, schauen wir uns mal weiter um, Leute. Hier haben wir noch den alten Fernseher, der war beim letzten Mal noch heile. Hey, schaut euch das mal an. Komplett alles kurz und klein geschlagen. Die Tür, das ist keine Tür mehr. Das ist noch Brennholz. Echt traurig. Das hier war mein ehemaliges Badezimmer. Aber komplett zerstört. Jetzt mal ganz oben. So, jetzt sind wir ganz oben angekommen. Ach du Scheiße. Ich muss euch mal kurz drehen, Leute. Ihr wisst ja noch, wie das damals ausgesehen hat hier. Das war ja schon schlimm, aber jetzt. Ach du Shit. Überall neue Graffitis an den Wänden. Wahnsinn. Ja,
Ich würde sagen, er hat die Dorfjugend gut gewütet. Aber jetzt gehen wir mal in den Bereich. Ich kam als mit dem Chris 48 Stunden Overnight gemacht habe. Wie den ersten Tag gepennt habe. Beziehungsweise die erste Nacht. Ja, der ein oder andere kennt den Raum. Ja, noch von damals. Immer noch gesessen. Ja, zusammen gekocht. Hier habe ich hier gepennt. Ja, toll. Und hatte jemand seinen Spaß, Leute. Richtig ekelhaft. Wer macht das denn bitte schon hier? Wahnsinn. Traurig, wie hier alles kaputt gemacht wird. Das muss echt nicht sein. Bei der ganzen Verwüstung, die Verwüstung, die man hier sehen kann, existiert noch ein Teller, der heil ist. Alles andere komplett zerstört. Ja, mir ist gerade hier der Stuhl aufgefallen. Und da oben fehlt ein Teil der Decke. Ich halte euch jetzt einfach mal oben rein. Und mal schauen, was wir da noch sehen können. Ich hoffe, das sieht man auf der Kamera da hinten. Riesengroßes Hornissennest. Wahnsinn. Hier noch ein alter Karton. Krass. Ja. Hätte ich nicht gedacht, noch so ein Nest hier zu finden. Traurig mit der ganzen Zerstörung hier. Hornissennest. Ja. Wenn du hier auf dem Stuhl gehst, da oben reinleuchtest, dann fällt man mittig. Riesennest. Bleiben wir weg. Aber ja. Ja. Aber hat nicht viel gebracht. Also. Dann gehe ich schon mal wieder runter. So, jetzt befinde ich mich wieder unten. Jetzt gehen wir mal zum Poolbereich und dann später noch rüber zum Essensbereich. Es fängt auch schon wieder an zu regnen, Leute. Aber machen wir das Beste draus. So, jetzt sind wir im Poolbereich. Beziehungsweise, wir stehen auf dem Pool. Denn der Pool befindet sich hier unter uns. Da liegt auch schon jede Menge Schutt drin. Hier war mal so eine Art Bühne. Ich glaube, die wurde nachträglich hier eingebaut. Und hier so ein kleiner Essensbereich. Eigentlich ganz schön gemacht. Und dann diese riesen Glasfront. Geil. Ich glaube, ich höre die anderen schon. Mal schauen, ob wir sie finden. Ja, hier haben sie auch wieder alles aufgebrochen. Das mache ich auch mal komplett zu. Hier war damals noch eine Scheibe drin. Die fehlt auch. Und jetzt gehen wir den langen, dunklen Gang nach unten. Auf geht's. Oh, hier ist jetzt
liebe Freunde, jetzt befinden wir uns über den Toiletten, ehemaligen Essensbereich. Gleich noch umgehen. Aber die haben sie ja einigermaßen verschont. Gott sei Dank. Aber schaut euch mal den Spiegel an. Steckt so viel Feuchtigkeit in diesem Gebäude. Die Fliesen. Das ist nur noch abbruchsreif. Ja, jetzt gehen wir erstmal zum Essensbereich. Da müssen wir extrem vorsichtig sein, Leute. Es liegt direkt an der Straße. Man kommt doch schon. Keine Ahnung. Das ist der Filter. Ja. Da kommt die Tapete von der Decke runter. Hier ist die ehemalige Info. Aber die kennt ihr ja schon. Und hier befindet sich der Essensbereich. Hier wurde damals Buffet aufgebaut. Aber das war einmal. Ja, wir sind jetzt auch schon fast am Ende angekommen. Jetzt gucke ich mal, dass ich zurückgehe. Und dann gucken wir uns mal die obersten Etagen noch an, was sich da verändert hat. Auf geht's, Leute. Ja, wie gesagt, hier geht die Treppe nach oben. Da gehen wir jetzt auch mal gucken. Menge verändert hier, Leute. Heftig. Ja. Leute, ich zeige euch jetzt mal den Raum, wo ich damals mit dem Chris die zweite Nacht gepennt habe. Ja, das war mal unser schönes Räumchen. Das Waschbecken haben sie rausgerissen. Immerhin die Betten haben sie verschont. Die Toilette auch. Naja, traurig aber wahr. Leute, hier gibt der Boden nach. Ich weiß nicht, ob man das hört. Da knackt schon ganz schön der Boden. Ja, da vorne geht es wieder zur Straße. Aber da gehen wir heute nicht raus. Ja, hier das Bett sieht eigentlich noch relativ sauber aus. Aber auch schon alles gut zerstört. Das war mal ein altes Nachttischschränkchen. Fernseher am Start. Kleine Sitzecke. Leute,
Ich frag's mich doch. Wir wagen mal einen kleinen Blick nach draußen. Hier ist mal der ehemalige Hotelparkplatz gewesen. Da schon direkt die Nachbarn. Deswegen müssen wir aufpassen. Aber jetzt gehen wir auch mal komplett nach oben. Und dann verrate ich euch, was ihr gewinnen könnt bei meinem Abo-Special. Meine liebe Freunde, jetzt befinden wir uns im obersten Bereich. Hier wälzt sich schon der Boden. Ich drehe euch mal kurz. Hier haben wir unsere tote Katze von damals. Und hier alles kurz und klein geschlagen. Muss doch echt nicht sein. Boden an. Der wälzt sich ganz schön. Wir müssen echt aufpassen, wo wir hintreten. Hier noch das kleine Liebesnest. Und hier haben wir unsere tote Ratte. So, liebe Freunde, jetzt kommen wir zum Gewinnspiel. Diesmal gibt es 3 Plätze zu gewinnen. Der erste wird sein, derjenige, der den Platz gewinnt, darf mir eine Challenge stellen, die ich bewältigen muss. Die Frage ist, wo es dahin geht, was ich tun muss. Naja, eure Entscheidung. Platz 2 wird ein Überraschungshoodie sein zum Thema Lost Place. Und der dritte Platz wird ein 10 Euro Amazon-Gutschein sein. Wer daran teilnehmen will, schreibt eine 1 unten in die Kommentare. Und dann würde ich sagen, verabschiede ich mich von euch. Bis zum nächsten Mal. Ciao.